Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Space. In der letzten Folge haben wir den schönen Metal Former gemacht, der auch so ziemlich praktisch ist, ne? Ist aber als ob ich. Also. Sag ich doch, da war was verbuggt. Also hätte ich mir schon denken können. Ja, jetzt wollen wir den Blast Furnace machen und dazu noch den Electric Heat Generator. Keine Ahnung, wie der heißt. Weil den brauchen wir, um das Ding hier betreiben zu können. Und den Blast Furnace brauchen wir für Stahl. Und Stahl brauchen wir wiederum für andere schöne Sachen. Also Refined Iron kommt da raus. Ja. Und dafür brauchen wir das halt. Und jede Maschine ist in das Industrial Craft wichtig. Also Electric Heat Generator. Oh Gott. Naja gut, der ist ja nicht so teuer. Also drei Kupferplatten und wieder ein bisschen Gummi. 2, 3. Ich nehme gleich mal ein bisschen Kupfer mit nach unten. Drei Kupferplatten, die ballern wir da schon mal rein. Electric Heat. 2 Zinnplatten dann noch hinterher. Da ist Zinn. Oh, jetzt ist. Sah nicht, dass draußen schon wieder Nacht ist. Ja, doch, scheint Nacht zu sein. Hä, was ist denn da los? Ach so, gut. Ach, der MFE füllt sich. Ja gut, das war so gerade so ein ziemlicher Fail von mir, Electric. Keine Ahnung. Electric Heat Generator, also brauchen wir das wieder. Zack. Diesmal keinen Maschinenblock. So, die werden hier auch noch schnell durchgebraten. Ein bisschen Redstone, Alter. Na, ich kill, ich sag euch, ich kill gleich diesen freaking Enderman. Ach, das ist dieses Viech da unten. Was auch immer das ist. What is that? Ich habe keine Ahnung. Ich will auch nicht wissen, was es ehrlich gesagt ist. So, das ist gut. Dann schalten wir auf Extruding. Zack. Das müsste jetzt hier eigentlich gleich zum Kabel verarbeitet werden. Oder? Oder? Gut, genau. Also, wir brauchen eine RE-Batterie. Dazu brauchen wir erstmal zack und zack. Das so. Das dann so und so und so. Zack. Dann brauchen wir. Nee. Okay. Ich gucke erstmal, wie viel bei einem Kopper rauskommt.
wenn ich das jetzt so auf Extruding habe. Ich glaube, da kommen aber drei raus, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt so gar nicht aus dem Kopf. Jawohl, da kommen drei raus. Nice. Seht ihr? Wieder ressourcensparend. Der Metal Former bringt uns nur Vorteile. So, dann brauchen wir noch einmal so. Das dann so, zack. Boots. Danke. Dann. Wir haben nur fünf, aber wir brauchen noch eine mehr. Aber ich kann ja schon mal den Electric Socket bauen. Na? Okay, das funktioniert irgendwie. Och Mann, ey. Also, zack. Zwei Redstone. So, da haben wir den. Und dann noch einmal so. Ach ja. Zack. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Jawohl. Also Electric Heat Generator ist der hier. Den basteln wir dann am besten gleich mal hier ran. Möchte ja hoffen, dass der sich connectet. Ja, er connectet sich. Aber wir brauchen hier noch so ein paar von diesen Coils. Warte, Coil, Coil, Coil. Nee, das war Fail. Coil. So 1, 2, 3, 4, 5, also 10. Ich baller hier jetzt einfach mal so ein paar rein. Weil sonst würde der nämlich nichts produzieren. Ja, Heat nämlich 0%. Und das soll ja nicht sein. Aber wir können den ja dann hier schon mal da so ein bisschen hochheizen, indem wir jetzt mal nacheinander so ein paar Coils bauen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache mit den Coils. Dass es die wirklich die richtigen sind, die wir brauchen. Ja. Ja. Ist das Richtige. Zack. Oh, das braucht aber wesentlich mehr Copper. So, 20. Ja, das braucht mehr Copper, eindeutig. Mein Ziel ist es jetzt nämlich, den komplett zu füllen, weil dann ist er am effektivsten. Tesla Coil. Oh, 30. Ja, der bekommt aber keine. Warte mal, ich guck mal. Kann ja mal gucken, ob der überhaupt richtig angeschlossen ist. Nicht, dass da. Nee, da ist der Output schon mal nicht. Okay, also er müsste auf jeden Fall richtig angeschlossen sein.
So. Und wieder zwei Stück. Das ist jetzt gerade erstmal die Hälfte, die wir davon herstellen. Aber das geht doch eigentlich ziemlich schnell. Warte, hier ist der Hochgang. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Kupfer. Da habe ich noch einen Stack. Also ich baller nochmal so ungefähr 8 Stück rein. Oder 9. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Zack. Und wenn es halt genug sind, kann ich ja auch schnell den Crafting-Prozess, also den Prozess da beenden. Hier 70, dann 80, 90, 100. Oh ja. Jetzt kommt die 90 Reihe. Jo, also wir brauchen wirklich alles. Kupfer. Ja, warte mal. Ich kann ja mal gucken, ob vielleicht liegt da noch was drin. Nö. Ja, also wir brauchen wirklich komplett alles. Wir brauchen wirklich alles an Kupfer. So. Und jetzt haben wir auch die 100er Reihe erreicht. Und das ist sehr gut. So, jetzt brauchen wir aber noch Compressed. Air Cell, Empty Cell, wie mache ich die? Ich will wissen, wie ich die Empty Cell mache. Empty Cell, Industrial Craft. Ich glaube, das ist irgendwie mit Tin und Extruding, ne? Oder ne, Rolling? Keine Ahnung. Nee, daraus so mache ich den Kabel, aber das will ich ja nicht. Vielleicht so? Nein! Mache ich denn daraus diese blöden Zells? Mode Rolling, Extruding. Ich weiß wirklich nicht, woraus ich diese Cells machen kann. Oh Mann. Ja, nee, das ist ja eine Ken. Cell Extractor, ja, schön. Ach, Metalformer, Alter. Wollte ich mich denn verarschen? Also, typisch. Oder passiert was? Er lädt sich also auf.
Also, das ist doch. So, ne? Ein. Was? Warum? Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Der hat keine Energie mehr. Ich mache wirklich alles falsch. So, ne, das kann in den Kompressor hier schon mal rein. Auch mehr. Ich weiß, ich weiß. So. Wir machen jetzt hier mal so ein paar schöne R-Cells. Ne? Packen dem die hier rein. So. Packen dem die nächste rein. Hier, dass der Kompressor wieder mehr zu tun hat. Und packen dem die nächste rein. Die leere können wir gleich mal wieder mit rausnehmen hier. Packen dem wieder eine rein. Dem eine rein. Dem eine rein. So. Und das läuft jetzt erstmal. So, meine Freunde. Das war's jetzt mit dieser Aufnahmesession von Minecraft Space. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und macht's gut. Bis dann und ciao.